So, Freunde, euer Simon hier. Es ist mal wieder Montag. Es ist Gym-Time. Wir sind im Uni-Gym und es gibt wieder eine richtig schöne Übung, ein richtig schönes Tutorial. Ich war gerade schon unten im Gym und ein Kumpel von mir ist da, den sehen wir gleich, der Sascha. Der zeigt euch gleich eine richtig schöne Rückenübung, die auf jeden Fall anders ist, die auf jeden Fall gut ist. Und dadurch, dass ich heute keine Gym-Klamotten habe, muss er sie vormachen. Deswegen, wir gehen ab ins Gym. So, der Sascha ist schon dabei. Er macht die richtig schöne Übung. Ich habe die gerade gesehen, wie gesagt, ich habe die eigentlich nicht wirklich gekannt, hat aber sehr, sehr viele Vorteile. Und ihr seht den ersten Vorteil direkt. Und zwar, dass ihr mit sehr, sehr viel Gewicht arbeiten könnt. Hi Sascha. Hi Simon. So, ihr seht, Sascha ist ein bisschen breiter als ich. Und auch ein schöner Beweis. Ich weiß hundertprozentig, dass er natural ist. Also vielleicht für alle nochmal. Es geht auf jeden Fall. Da kann man ordentlich Masse drauf knallen, auch wenn man ohne Stoff das Ganze trainiert. Sascha trainiert hier, studiert hier. Schönes Beispiel auch, dass Studium und Training auch nicht unbedingt ein Widerspruch sind. Und wie gesagt, Sascha hat richtig Power. Und das ist eben so der Vorteil an der Übung. Wir werden sie gleich nochmal zeigen, dass man einfach viel, viel mehr Gewicht bewegen kann. Viele Gyms haben einfach nur Hanteln bis 30, bis 50 Kilo höchstens. Ne? Und dann hört's auch richtig Gewicht draufpacken. Bei dem Gewicht, also wenn ihr wirklich so viel Gewicht nehmt, dass der Unterarm die Griffkraft einfach darunter leiden würde, nimmt da wirklich Griffhilfen, sonst versagt einfach erst euer Unterarm und dann erst euer Rücken. Also Griffhilfen rein und ihr seht sehr schön, dass wir einen sehr coolen Winkel haben, der auch sehr, sehr gut eben die hintere Schulter trifft, ein bisschen den Lat trifft und richtig gut die Mitte, also den mittleren Trapez trifft und das eben mit sehr, sehr viel Gewicht. Ihr wisst, dass in der Diät eben viel Gewicht der Schlüssel ist. Nicht irgendwelche komischen Isolationsübungen mit ganz wenig Gewicht, sondern auch in der Diät, egal wann, mit schwerem Gewicht trainieren. Wenn ihr das Ganze dann einfach umdreht, jetzt denkt ihr vielleicht, ja super, kann ich nur mit einem Arm machen. Sucht euch einfach einen Winkel irgendwo an der Wand, sucht euch eine Bank, die ihr einfach hinstellt. Dreht das Ganze um und dann könnt ihr das eben mit dem anderen Arm. Genau. Sehr schöne Übung. Richtig coole Übung. Warum ist sie noch gut? Warum machst du sie noch? Ja, es ist halt eine schöne, schwere Übung, die man endlich mal ohne Untergriff oder Obergriff halt ausführen kann. Es ist halt gelenkschonender dadurch. Ja. Das sind die Vorteile. Deswegen, ne? Also wirklich eine sehr, sehr gute Übung, die ihr ausprobieren könnt. Ihr müsst selbstverständlich nicht gleich so viel Gewicht nehmen, damit ihr seht, dass ich die auch mache. Schmeiße ich mir mal eine Scheibe runter und mache sie auch. In dem Sinne, Freunde, abonniert den Channel, macht den Sport, liebt den Sport, so wie wir hier alle. Wie gesagt, ist echt eine schöne Sache. Trainiert hart und fleißig und mit viel Gewicht und mit viel Liebe. Abonniert den Channel, guckt bei Instagram vorbei, bei Facebook und beim Trainingssystem, Ernährungssystem könnt ihr natürlich auch mitmachen. Also bis dahin.